Lina Larissa Strahl kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich als Bibi Blocksberg aus den mega erfolgreichen Filmen Bibi und Tina. Aber Lina kann noch viel mehr. Sie macht nämlich auch Musik und deswegen ist die junge Sängerin und Schauspielerin heute bei uns zu Gast. Ihr neues Album Ego kommt morgen auf den Markt und eine Tour steht vor der Tür. Jetzt aber kurz noch mal Lina als, wie Sie wahrscheinlich viele kennen, Bibi Blocksberg. Anfassen? Tarik, ich muss hexen. Ene, mene, Spanien, wir wollen nach Albanien. Ene, mene, voll Amors, Orochi heißt das Dorf. Bibi Blocksberg alias Lina Larissa Strahl hext und das zum vierten Mal. Was ihr besonders gefällt, der Kinoerfolg für Kinder ist mit viel Musik garniert. Wir sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, weil wir Freunde sind. Die Bibi-Darstellerin Lina schreibt Songs und singt aus Leidenschaft. Ich hätte niemals gedacht, dass eine einzige Nacht ohne dich sich so komisch anfühlt. Seit sie 2013 bei einem Liederwettbewerb im Kinderkanal gewonnen hat, möchte sie neben der Schauspielerei auch als Musikerin arbeiten. Ihr erstes Album war auf Anhieb ein Charterfolg. Neben Abi-Dreharbeiten für Bibi und Tina tourt sie mit ihrer eigenen Musik durch Deutschland. Im Schlepptau natürlich viele Fans der Kinofilme. Morgen erscheint Album Nummer 2, Ego heißt es. Frische Popsongs mit viel Glamour. Die Bibi- und Tina-Reihe ist zu Ende, das Abi geschafft. Jetzt möchte die 19-Jährige wieder auf Tournee gehen und nicht nur das. Sie will auch in Hamburg Englisch und Geschichte studieren. Und wir freuen uns, wir haben uns aufs Du geeinigt. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Hallo, herzlich willkommen, Lina. Hallöchen. Wir haben es gerade gehört, mit 15 ging so alles los beim Kika-Song-Wettbewerb. Hast du dich damals selbst beworben oder so, wie es manchmal, wie man es so hört, oh, meine Mama hat mich angemeldet oder meine beste Freundin? Also nein, ich habe mich wirklich selber beworben. Ich habe aber mit meiner besten Freundin geskypt damals. Und ja, sie meinte, mach es doch einfach und du kannst es doch. Und ich dachte halt auch, dass das vielleicht eine coole Idee ist. Hab dann meine Eltern gefragt und meine Eltern waren halt erstmal so Castingshow. Nein. Nein. Und dann habe ich aber erklärt, was es ist und sie haben sich darüber informiert. Und dann haben wir es eingesendet, fast zu spät, aber es hat ja noch geklappt. Super, und es ist erfolgreich gewesen. Ja, auf jeden Fall, hätte ja keiner ahnen können. Und dann ging es ja auch kurz danach dann schon mit Bibi los. Jetzt ist es ja so, diese Rolle wollten noch bestimmt unglaublich viele Mädchen haben. Ich glaube 2500 Mädchen. Wollte ich gerade fragen, 2500. Ja, entweder insgesamt für Bibi und Tina oder nur für Bibi, ich weiß es nicht. Und wie war das dann, wie lief dieser Castingprozess ab, wie viele Runden waren das, wie hast du dich beworben? Also glücklicherweise wurde ich tatsächlich angefragt, weil ich halt wegen deinem Song in der Zeitung war. Mhm. Und dann sollte ich ein E-Casting machen und das habe ich dann auch gemacht. Und dann, wie war das? Ja, dann wurde ich zum Casting eingeladen, war glaube ich viermal da und beim vierten Mal hieß es dann, ihr habt die Rollen. Also hat der Kika-Song-Wettbewerb das so ein bisschen auch angeschoben? Ja, total. Zufälligerweise total. Also wirklich, ich habe damit null gerechnet. So. Und dann waren die Eltern auch happy wahrscheinlich? Ja, die waren, also ich meine, die hätten sich auch gefreut, wenn ich einfach weiter zur Schule gegangen wäre. Die sind da jetzt nicht so, dass ich unbedingt alles machen muss oder ihr Kind irgendwie berühmt sehen wollen. Nee, meine Eltern sind da auch ganz auf dem Boden geblieben. Die sind, glaube ich, auch froh, wenn ich vielleicht nebenbei noch studiere. Ja. Wie haben die denn so am Anfang reagiert? Oh Gott, Schule, Drehen, Musik, wie sollst du das alles unter einen Hut kriegen? Also ja, das Gute ist halt, dass ich nie wirklich schlecht in der Schule war. Also ich hatte nie schulische Probleme und deswegen, wir waren natürlich beim Schulleiter und auch mit meinem Klassenlehrer hatten dann ein Gespräch, so kann sie sich das leisten, kann sie einen Monat fehlen, weil wir haben glücklicherweise in den Sommerferien gedreht. Dadurch habe ich halt nur einen Monat gefehlt circa. Ja. Und die meinten, ja, mach. Und dann waren meine Eltern, glaube ich, auch beruhigt. Also wenn denen die Lehrer das sagen, dass alles in Ordnung ist. Und so lief es halt von Jahr zu Jahr. Und da entwickelte sich auch immer mehr Vertrauen. Und lustigerweise waren natürlich auch meine Lehrer, also die Kinder von den Lehrern waren Fans. So. Deswegen war es irgendwie ganz süß. Aber ich hatte dadurch nie wirklich Vorteile. Aber es war natürlich schon für mich recht einfach, auch frei zu kriegen, wenn es wirklich beruflich war.
Ich weiß von Kollegen, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist an den Schulen. Also Props für meine Schule. Ja. Yeah. Hat es was verändert bei deinen Mitschülern? Also wenn man dann so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, da ist ja Neid auch oft nicht weit. Ging das? Es hat sich gereimt. Wunderschön. Nicht weit. Es ging tatsächlich. Es gab immer irgendwelche Oberstufenschüler, die dann sich Hex und lustig gemacht haben. Mm. Aber ich glaube, die haben auch ziemlich schnell begriffen, dass es ernst ist und dass es gut läuft vor allen Dingen. Und dann haben die auch Respekt entwickelt. Und ich meine, Scherze waren immer da, aber ich habe tatsächlich nie so persönlich krassen Neid erfahren. Also es hat dich auch nicht, wenn da jemand Hex gut was macht. Da habe ich gelacht. Manchmal war ich auch genervt, aber es hat mich nicht getroffen. Morgen kommt das neue Album raus. Endlich. Aufgeregt schon? Ja, super. Ich meine, darauf arbeitet man so lange hin und jetzt ist es morgen soweit. Und ich habe zwar morgen Autogrammstunden-Tour, das heißt, ich kann es mit meinen Fans persönlich feiern. So eine richtige Party gibt's nicht, aber... Wird nachgefeiert. Wir gucken jetzt mal in ein Video rein vom neuen Album. 100%. Genau. Du hast es auch noch nicht gesehen, ne? Nicht so richtig, nee. Wow. Achtung. Ein komplett neues Album nach nur einem Jahr. Ich meine, das schafft man auch nicht alleine, neben Abi und Drehen und allem. Was ist da für ein Team dahinter? Mit wem schreibst du zusammen? Ein ganz tolles Team. Und wie entstehen die Songs? Also ein wirklich, wirklich ganz tolles Team. Und es ist tatsächlich noch das Team vom Anfang. Also ich habe meinen Produzenten oder einen Teil meines jetzigen Produzententeams schon 2012 eigentlich kennengelernt beim Casting für deinen Song. Und die Show wurde dann ja 2013 ausgestrahlt. Und da war schon klar, dass ich halt mit Peter Hoffmann zusammenarbeiten möchte, oder er zumindest mit mir. Und dann hat sich das so entwickelt und dann kamen auch noch David Bonk und Julia Bergen dazu. Das sind auch die beiden, mit denen ich tatsächlich am meisten schreibe. Und wie sieht es in der Praxis aus? Es ist wirklich, trefft ihr euch oder? Ja, letztes Jahr haben wir immer so gesagt, dass es WhatsApp-Songwriting ist, weil ich hatte ja wirklich ganz viel zu tun mit Schule und war halt unterwegs. Und man schickt sich dann die Ideen einfach hin und her. Und so war es natürlich dieses Jahr auch. Aber dieses Jahr war es auch möglich, dass ich auch im Studio war. Und man hat sich halt zu Hause getroffen, weil man ist ja auch befreundet. Also man ist sogar ziemlich gut schon befreundet mittlerweile. Und deswegen, es wirkt alles so unglaublich authentisch. Selbst wenn da mal eine Zeile nicht von mir ist, dann... Meine Mama denkt sogar, es ist mein Mund, so, was der das gesagt hat. Es ist wirklich wundervoll, diese Zusammenarbeit. Und das Album heißt Ego. Was genau ist damit gemeint, mit Ego? Mit Ego ist für uns eher die Persönlichkeit gemeint, die sich entwickelt. Die ganzen Charakterzüge und die ganzen Erfahrungen, die man sammelt im Laufe des Lebens, die einen Charakter halt entwickeln. Ich meine, ich bin jetzt gerade noch nicht mal mehr 20, aber ich habe auch schon was erlebt. Und das beschreibt das Album halt. Diese ganzen Auf und Abs, die kleine Achterbahn, die das Leben ist. Und ich hoffe einfach, dass meine Fans sich da genauso gut einfühlen können wie ich. Und ich kann zum Beispiel zu jedem Song eine Story erzählen und bin einfach unglaublich stolz. Und ich hoffe, das wird auch gesehen. Also der Titel ist natürlich nicht irgendwie egoistisch gemeint. Oder ich bin jetzt abgehoben hier. Und Ego ist eher ein bisschen... Ego ist einfach das Selbstbild und auch das Selbstwertgefühl, was man haben muss. Ich glaube, ohne ein kleines Ego kommt man in dieser Welt auch nicht so wirklich zurecht. Ja, und in der Branche glaube ich... Nein, in der Branche auch nicht. Sie sind wahnsinnig viel unterwegs. Sie kommen aus Hannover, Produzententeam in Hamburg, in Berlin, in Köln, in überall. Wo fühlen Sie sich zu, oder fühlst du dich, jetzt sieht sich auch schon, wo fühlst du dich zu Hause oder was ist Heimat für dich? Ja, das ist gerade, also Heimat ist natürlich immer Hannover. Das steht völlig außer Frage. Das ist immer Hannover und wird es auch immer bleiben. Und jetzt ist es gerade in so einer kleinen Umbruchsphase. Ich gucke mal, wo ich hinziehe. Ich glaube nach Hamburg. Mhm. Und da will ich, wie im Einspieler auch schon gesagt wurde, studieren. Mal gucken, wie Zeit es macht. Ja, genau. Mal gucken, wie halt die Zeit es macht. Also gibt mehrere Überlegungen. Ja. Und warum Geschichte und Englisch? Waren meine Lieblingsfächer und ich weiß nicht, was ich sonst studieren soll. Dann damit. Wie ist es? Weihnachten steht vor der Tür. Wer kocht bei euch zu Hause? Meine Mom. Und gut? Ja, auf jeden Fall. Hast du davon was abbekommen, von dem Talent? Nein. Wen würdest du denn gerne... Doch, ich glaube, hey, wenn ich öfter kochen würde, würde ich es auch gut machen. Kommen. Aber eigentlich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund bin, kocht mein Freund. Und wie ist es, wenn du jetzt jemanden überraschen dürftest, der würde ein Dinner gekocht bekommen? Wen würdest du überraschen? Mein Freund. Dein Freund. Die Mama nicht, die doch, schon die ganzen Jahre kocht? Meine Mama und mein Papa auch. Okay. 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 Und da müsste ich mir dann aber jetzt noch viel mehr einfallen lassen, als einfach eine selbstgemachte Tomaten. Nein, dann kannst du dich würde bei, vielleicht auch schon reichen. Dann kannst du dich bei Zip bewerben, denn wir kochen für Leute oder verwöhnen Leute. Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Nein, wir machen das. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit dem Album. Dankeschön. Und wie sieht zu Hause jemand überraschen?